bekomme ich als Rentenempfänger einer Erwerbsminderungsrente auch die Rentenerhöhung zum 1.7.2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe am 4.4.2023 um 14.20 Uhr eine Anfrage auf rentenbescheid24.de erhalten, und zwar wieder einmal zum Thema Rentenerhöhung. Hallo, ich bekomme seit dem 1.10.2022 eine EM-Rente. Im Juli gibt es eine Rentenerhöhung. Es wird immer nur davon gesprochen, dass sich die Senioren darüber freuen können. Dazu habe ich eine Frage. Profitiere ich als EM-Rentner auch davon oder nur die Altersrentner? Viele liebe Grüße für die Antwort oder vielen Dank für die Antwort und viele liebe Grüße von Frau Sowieso. Also, herzlichst, liebe Anfragende, die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die eine Rente wegen Erwerbsminderung erhalten, sei es eine Dauerrente, sei es eine volle EM-Rente, sei es eine teilweise Erwerbsminderungsrente, sei es eine teilweise Erwerbsminderungsrente wegen Berufsunfähigkeit, sei es eine Erwerbsunfähigkeitsrente nach altem Recht oder Berufsunfähigkeitsrente nach altem Recht. Sie alle erhalten selbstverständlich, wenn Sie am 30.06.2023 diese Rente noch beziehen und bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstorben sind, am 1.07.2023 Ihre Rentenerhöhung. Das ist im Kern der Grundsatz. Es gibt Ausnahmen, aber das ist ein völlig anderer Punkt. Und zwar betrifft es die Fälle, die aufgrund eines sogenannten Aussparungsbescheides von der Rentenanpassung aufgrund ungerechtfertigter Falschberechnung der Rente und dann Behaltendürfens der höheren Rente von der Rentenerhöhung ausgespart worden sind. Aber das sind wirklich 0,005% aller Rentnerinnen und Rentner, die in Deutschland davon vielleicht betroffen sein können. Vielleicht sind die Zahlen sogar noch niedriger. Aber im Kern werden Sie alle als EM-Rentner am 1.7.2023 sich über Ihre Rentenerhöhung freuen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.